Die Bodenseezeit ist wenig hervorgetreten in der öffentlichen Wahrnehmung von Hermann Hesse. Gleichsam verborgen hinter den Nebelfeldern des morgendlichen Sees taucht sie in der Biografie des Dichters nur vage auf. Eigentlich sollte dieser Ort am wohl schönsten und stillsten Teil des Bodensees, am Untersee, ein Platz für die Ewigkeit werden, an dem er ein alternatives, echtes, einfaches Dichterleben führen wollte. Hier, in der Abgeschiedenheit des Dörfchens Geienhofen, sollte sein dichterisches Werk im Gleichklang mit der Natur jedes Jahr neue, wunderbare Blüten hervorbringen. Mir zum Beispiel wäre es unmöglich zu leben, ohne dass die Umgebung meinen Sinnen wenigstens ein Minimum an echter Substanz, an wirklichen Bildern böte. In einer modernen Stadt, inmitten von kahler Nutzarchitektur, inmitten von imitiertem Holz, inmitten von lauter Ersatz und Täuschung zu leben, wäre mir vollkommen unmöglich. Ich würde da bald eingehen. Ich möchte Sie in diesem Film auf eine Reise entführen, in die Gefühlswelt und Geisteswelt des Menschen Hermann Hesse, in seine Zerrissenheit und seine Sehnsüchte in jener frühen Zeit, welche Menschen in aller Welt bis heute noch erreicht und tief in ihrer Seele zu berühren vermag. Die Zeit am Untersee zwischen 1904 und 1912 ist einer der intensivsten und kreativsten Lebensabschnitte Hermann Hesses. Hier gelang es ihm erstmals, der Enge und den Moralvorstellungen seiner Kindheit zu entkommen. Ich möchte mich mit Ihnen sozusagen an die Kneippsandalen Hesses in jener wesentlichen Schaffensperiode heften, in der sein Stern im Begriff ist, aufzugehen. Also wenn wir uns fragen, wo Hermann Hesse herkommt, dann gibt es natürlich verschiedenste Ebenen. Er kommt psychologisch gesehen aus einer unglaublichen Enge. Einfach weil seine Eltern dem Pietismus verpflichtet sind, weil der Vater eine Geschichte hat, wo er als junger Mann wegen seiner Uneinordnbarkeit als Bestrafung weggeschickt wurde ins Baltikum, was er als fürchterliche Strafe empfunden hat. Und er hat dann versucht, alle diese bösen, teuflischen Regungen in ihm, alles Sinnliche zu unterdrücken, mit Hilfe pietistischer Mechanismen, muss man sagen, also beten, beten ohne Ende und ganz, ganz sinnenfeindlich das Ganze. Und der kleine Hermann Hesse war schon bei seiner Geburt, sagt seine Mutter, ganz wach, hatte sofort Hunger und hat sich dem Licht zugewendet. Der Satz ist ja bekannt. Also da kam viel Konträres aufeinander zu. Die Mutter auch total depressiv und eine ganz, ganz melancholische, niedergedrückte Stimmung, das dann noch in diesem wilhelminischen Zeitgeist, der auch eine unglaubliche Enge transportierte. Also Hermann Hesse war ständig sozusagen auf der Suche nach innerem Halt. Er floh immer wieder in die Natur, um überhaupt sich zu finden. Er hat sich immer wieder auch aufgelehnt, also ging bis zur Brandstiftung und so weiter. Er hat davon geträumt, das Elternhaus abzufackeln. Diesen Gott, der ihn da ständig vorgehalten wurde, als Ideal hat er gehasst und als einen Irren bezeichnet. Er war wirklich in einem großen Zwiespalt mit sich und dieser Welt. Und wenn es eine depressive
Tendenz gibt, ja, die mitgegeben wird, dann hat er sie gehabt. Von dem Elternhaus her, also ob es da genetische Anteile gibt, weiß man nicht, aber sie kämen auch, wenn, dann von beiden Eltern da hinein. Er hat wirklich einen in sich Sprengstoff gehabt und er wurde ja dann auch von seinen Eltern sehr unter Druck gesetzt, sollte unbedingt Missionar werden, da ist ja schon der Vater irgendwie dran gescheitert und wollte das alles nicht, war im totalen Widerstand, auch später wurde man zum Theologiestudium, auch Vorbereitung dazu gezwungen, war auch im totalen Widerstand. Dieser Widerstand, der wurde dann auch so interpretiert, dass mit ihm etwas grundsätzlich nicht stimmte, dass er krank ist, wurde in die Psychiatrie, also in ein Heim für Epileptiker und schwerstgestörte Zurückgebliebene eingeliefert. Und dort allerdings war sein Glück, dass der Arzt ihn erkannt hat irgendwie in seinem Wesen. Also der sagte, er sei wie ein Ei ohne Schale und hat versucht, ihm Halt zu geben, was ihm auch wohl sehr genützt hat. Also er hat viele schreckliche Erfahrungen gehabt. Er wurde zu so einem Teufelsaustreiber geschickt, wo er lange Zeit sein musste und dieses Gottesgeheul, wie er sagt, das konnte er nicht ertragen, ist dann geflohen, eingesperrt worden, hat eins seiner ersten Gedichte im Karzer geschrieben. Also wirklich eine eigentlich grauenhafte Zeit, die einen unheimlichen Zwiespalt in diesem ja, doch sich befreien wollenden Geist, in dieser engen Situation da zusammenkam. Wir schreiben den April des Jahres 1907. Ein hagerer, junger Mann in Knickerbocker, Lodenjacke und Schlapphut macht sich vom Bodensee aus auf den Weg ins südliche Tessin. Es ist der junge Hermann Hesse. Viele junge Künstler, Schriftsteller und Philosophen sind zur Zeit Kaiser Wilhelms II. Auf der Suche nach neuen Lebensimpulsen. Das gelobte Land der Aussteiger liegt am Lago Maggiore. Es ist die berühmte Künstlerkommune Monte Verità, das damalige Mekka für Alternative aus ganz Europa. Die Sonnenbrüder, wie sie sich nennen, wollen aussteigen aus der Wohlstandsgesellschaft. Denn schon damals wird Mensch und Natur bereits hemmungslos den industriellen und militärischen Interessen geopfert. Man kann sagen, dass die Lebensreformbewegung so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts einherging mit einer gewissen Industrialisierung und auch einer Urbanisierung in Deutschland und dass der gesellschaftliche Hintergrund auch war, dass wilhelminisch in Deutschland ein sehr starres Gesellschaftsbild mit ganz festen, fast Klassen. Und dass vor dem Hintergrund dieser Gesellschaftsbildes auch das Bedürfnis sehr stark wurde, der Menschen aus diesem konventionellen Bürgertum herauszutreten, aus dem sehr entfremdeten, befundenen Lebensgefühl in den Städten zu fliehen, um wieder ein ursprüngliches Leben zu finden. Das war sehr stark ausgeprägt, vor allen Dingen in Sanatorien, die da gesucht wurden. Der Hintergrund und der philosophische, der war eher so von Leuten wie Tolstoi inspiriert, die eigentlich auch aufgerufen haben, sich dem modernen Leben zu entziehen und wieder zurück in die Natur zu finden. Und das hat auch sehr großen Anklang gefunden bei den Leuten. Es gab damals viele Sanatorien, die entstanden sind von einem gewissen Herrn Bircher, durch das Bircher-Müsli noch bekannt, oder von einem Herrn Kellogg, den kennt man inzwischen auch noch. Und eine Bewegung war eben auch Monte Verità, wo sich ganz verschiedene Leute da gefunden haben. Und man kann das fast nicht auf einen Nenner bringen, was die alle dazu geführt hat, sich dort zu versammeln. Die einen waren Vegetarier, die anderen waren politische Anarchisten, die anderen waren Künstler. Vielleicht, wenn man sowas wie einen gemeinsamen Nenner sagen kann, dann war es einfach das Bedürfnis, zu den Ursprüngen des Lebens nochmal zurückzufinden. Hesse fühlt sich von den Sonnenbrüdern angezogen. Ja, er fühlt sich mit ihnen verwandt. Die Reformbewegung, die damals einen weltweiten Boom erlebt, gefällt dem nach Wahrheit und Erkenntnis dürstenden Dichter. Sie eröffnet ihm neue Sichtweisen und Perspektiven für sein Leben. Und der Berg der Wahrheit ist das wohl spannendste Zukunftsprojekt der damaligen Zeit. Die Gemeinschaftsmitglieder treten ein für ein Leben in der Natur, für Vegetarismus, ganzheitliche Medizin und die Befreiung von der engen sexuellen Moral.
Man muss etwas weiter ausholen und muss auch immer bedenken, dass Hesse ja diese Zeit vor Geyenhoven ja in einem Lebenskorsett drin war. Wurde er mehr oder weniger gezwungen, das zu leben, was er überhaupt nicht wollte. Er wollte nicht diese Schulen besuchen, die seine Eltern für ihn vorgesehen hatten. Er wollte keine Lehre machen, wie seine Eltern ihm vorgeschrieben hatten. Er hat es trotzdem gemacht. Und als er dann die Möglichkeit hatte, das alles hinter sich zu lassen, auch seine Lehre als Buchhändler, war das natürlich ein Jubelschrei der Befreiung für ihn. Ja. Er konnte endlich das machen, was er wollte. Und Hesse wollte sich immer ausprobieren. Er wollte glücklich werden. Das war im Grunde genommen alles, was er wollte, war ein glückliches Leben haben. Und da ist er verschiedene Wege gegangen. Und ein Weg hat ihn eben geführt, als einmal mit diesem Naturleben zu versuchen, mit Askese alles abzuschütteln, was für ihn entfremdete Kultur war. Salon-Literaten oder lackierte Zivilisationsschriftsteller, wie auch immer, das wollte er nicht. Und es hat sich bei ihm schon sehr früh angedeutet, vor allen Dingen in seinem Peter Camenzind, dem ersten Roman. Peter Camenzind ist ja auch mehr oder weniger ein Naturbursch, der sich zwar verirrt in die Salons der Literatur, der aber dann zum Schluss wieder zurückfindet in die Natur. Also diese Idee, in ein einfaches, bäuerliches Leben, ohne den ganzen Literaturbetrieb im Hintergrund, das war faszinierend für Hesse. Und die Gelegenheit hat er sofort dazu genutzt, das in Geyenhoven zu machen. Wie gesagt, es hat sich schon gezeigt in dem Peter Camenzind, den er ja geschrieben hat noch als Buchhändler. Und man kann sagen, er hat Peter Camenzind dann ausprobiert. Aus dieser Grundsituation, dieser enormen Enge, diesem Elend, was er auch erlebt hat, also er hatte Träume, dass er sich umbringt und auf der Bahre tot nach Hause gebracht wird, sozusagen als Rache. Aus all dem heraus gab es natürlich in ihm auch das Bedürfnis der Befreiung, und das machte seine Faszination wohl für die Reformbewegung aus und auch später dann Monte Verita, diese neue Betrachtung der Welt, die jetzt nicht mehr so flach war, nicht mehr so eng war, wo sich Menschen wirklich also dieser Freikörperkultur hingeben wollten, was ja natürlich auch einen freien Geist mit beinhaltete vielmehr. Da gab es sicherlich eine große Faszination. Und seine Auswege am Anfang als Jugendlicher war das ja auch dann schon bald einmal Alkohol, der da reinspielte. Das war ihm ja selbst durchschaubar als ein Fluchtversuch. Und da sah er schon so eine Perspektive, glaube ich, rauszulesen aus seinen auch Gedichten. Und er fing ja dann auch an zu schreiben. Es war auch ein Akt der Befreiung, einerseits das Schreiben, andererseits solche idealistischen Ideen, wie die Reformbewegung sie damals schon transportiert hat. Muss man sich vielleicht ein bisschen ähnlich vorstellen, wie wir es so in Hippie-Zeit 68 erlebt haben. Da waren es ja auch diese Enge einfach zu viel und wir wollten einfach alles anders. Und in Hesse war sicher auch so ein Bedürfnis, einfach alles anders, wie das, was er da vom Pietismus geprägt, vom Elternhaus mitbekommen hat. Und bahnte sich dann auch der nächste Ausweg schon an, eben das Schreiben darüber. Hesse, der seinen Eltern schon früh als absonderlich galt, will Antworten auf seine quälenden Sinnfragen finden. Und am Monte Verita trifft er Menschen, denen es ähnlich geht. Etwa den langmähnigen und raubärtigen Aussteiger Gustav Gräser. Der charismatische Gräser ist Mitbegründer des Monte Verita und gilt vielen als mythischer Prophet eines neuen Menschen. Der Urhippie und Gandhi des Westens, wie er auch genannt wird, will dem oberflächlichen, säbelrasselnden Zeitgeist radikal entgegenwirken. Selbst die Gemeinschaft erlebt er zunehmend als zu lau. Er zieht sich in die Wälder zurück, wo er von einem neuen Menschen träumt. Aus Tagebuchaufzeichnungen wissen wir, dass Hermann Hesse in jenem Frühjahr 1907 einige Tage mit Gustav Gräser in dessen Eremitenhöhle verbrachte. Nackt, fastend und meditierend versucht er dem Weg seines Freundes zu folgen. Ich gehe den alten Eremitensteig. Der zage Frühlingsregen tröpfelt sacht. Im kühlen Wind aufflimmernd Birkenlaub, braunspiegelnd wieder glänzend der nasse Fels. Hier ist mein heiliges Land. Hier bin ich hundertmal den stillen Weg der Einkehr in mich selbst gegangen und geh ihn heute neu und geh ihn niemals aus.
Hermann Hesse ist gerade 30 Jahre alt, als er mit seinem Peter Kamenzind und dem gesellschaftskritischen Roman Unterm Rad in Deutschland den Durchbruch schafft. Er gilt als Senkrechtstarter im deutschen Literaturbetrieb. Er gewinnt Literaturpreise und sein Name wird erstmals in Meyers kleines Konservationslexikon aufgenommen. Die ersten Gallenhofener Jahre waren für ihn auch deswegen wichtig, weil er da frühe Erlebnisse aufarbeiten und darstellen konnte, die für ihn verletzend oder in irgendeiner Form bedeutend waren. Zum Beispiel Erzählungen sind dort entstanden, wie aus Kinderzeiten, der Lateinschüler, dann seine ganzen Erlebnisse, die er während seiner Schlosserlehre, die er anderthalb Jahre in Calw gemacht hat, dargestellt hat, wie zum Beispiel in Erzählungen aus der Werkstatt, der Schlossergeselle, Hans Dierlams Lehrzeit, Heumond, dann später dann eben auch die Landstreichergeschichten. Knulbe hat ja immer so auch einen Drang, also eine große Wahlverwandtschaft zu alternativen Leben, zu Landstreichern, Wanderern. Ab 1904 mietet er, erfüllt von den Ideen der Lebensreform, eine bescheidene Wohnung in einem alten Bauernhaus neben der Dorfkapelle von Gallenhofen. Gleichzeitig mit dem Einzug findet die Hochzeit mit seiner Verlobten Maria Bernoulli statt, der Tochter eines uralten Basler Bürgergeschlechts. Das luxuriöse Leben der damaligen Zeitgeistliteraten widert ihn an. Ja, dieser Schreibtisch hier von Hermann Hesse, dieses authentische Stück ist 1905 wieder hier in sein erstes Wohnhaus nach Gallenhofen gekommen. Und diesen Schreibtisch hat er sich von seinem Freund Hermann Haas aus München anfertigen lassen, nach einer Zeichnung von ihm und auf seine Körpermaße ausgerichtet. Dieser Schreibtisch hat Hermann Hesse wirklich auf allen weiteren Lebensstationen begleitet. Hier ist sein Literatur-Nobelpreis gekröntes Werk entstanden. Für die Gallenhofener Zeit heißt das, zunächst war es der Roman Peter Kamenzind, sein erster Erfolg, der dazu geführt hat, dass er sich überhaupt hier als freier Schriftsteller in Gallenhofen hat niederlassen können. Es sind dann hier für die Gallenhofener Zeit zahlreiche andere Erzählungen entstanden. In den Bänden Diesseits, Nachbarn und Umwege sind eine Vielzahl von Erzählungen zusammengefasst. Es sind zahlreiche Gedichte hier entstanden in Gallenhofen, ganz besonders wichtig das Gedicht Im Nebel aus dem Jahr 1905, die eben auch Hesses Situation hier in diesem abgeschiedenen Dörfchen am Untersee sehr gut beschreibt. Der junge Hesse wird hier zum ersten Mal Familienvater. Sein Sohn Bruno wird geboren. Und er geht voller Idealismus und mit offenen Sinnen in ein neues Leben. Eine Weile ist Hesse euphorisch, angesteckt von den Ideen der Reformbewegung. Er ist voll von Gedanken des Aufbruchs und des Umdenkens. Er lässt sich einen Vollbart wachsen, trägt Leinenhemden, liest die Bhagavad Gita und die indischen Veden. Er ernährt sich vegetarisch und schafft es, das Rauchen und Trinken aufzugeben. Nach und nach wird es der jungen Familie jedoch zu eng in der altersbraun getäfelten Bauernstube. Die Hesses entschließen sich zum Bau eines eigenen Hauses. Zu Beginn des Jahres 1907 beauftragt Hermann Hesse den der Reformbewegung nahestehenden Architekten Hans Hindermann, einen Verwandten seiner Frau, mit der Planung eines alternativen Landhauses. Der Architekt dieses Hauses war Hans Hindermann.
Das können Sie überall nachlesen und man kann sich damit mal auseinandersetzen. Wer war das? Was wollte der? Hans Hindermann wurde mit Sicherheit von der Familie Hesse beschäftigt, weil er eine Bernoulli geheiratet hatte, also eine Verwandte von Frau Hesse. Und ich denke, so hielten sich dann die Kosten für ihn in Grenzen. Ansonsten kann man über Hans Hindermann sehr wenig erfahren, denn er war ein sehr uneitler Architekt. Er schrieb einmal, er arbeitet, um zu leben, und deswegen gibt es wenig ruhmhafte Dokumente über sein Schaffen. Aber wenn wir dieses Haus anschauen, dann können wir ganz starke Elemente der damaligen Reformarchitektur ausmachen. Auffällig ist der Schindelmantel, der so ganz untypisch ist für diese Seite des Bodensees, für die deutsche Seite des Bodensees, sondern typisch war drüben für den Kanton Thurgau auf der Schweizer Seite. Dort hatte Frau Hesse dieses Merkmal an einem Haus gesehen und wollte es unbedingt haben und besprach es mit dem Architekten. Und so kam es auch, dass dieser Schindelmantel hier angebracht wurde. Und so kommt das Haus daher in einem Schweizer Reformarchitekturstil. Hesse hatte, sparsam wie er war, jedes Jahr etwas Geld zurückgelegt. Der Schwiegervater schoss ein zinsloses Darlehen dazu und so konnten die Hesses Land kaufen und anfangen zu bauen. Im Herbst 1907 kann das neue Haus schließlich bezogen werden. Mias weiblicher Einfluss ist unverkennbar. Trotz aller Einfachheit ist ihr besonders an Ästhetik und Schönheit gelegen. Ihre Vision ist eine Mischung aus bäuerlichem und herrschaftlichem Landhaus. Gainhofen soll die neue Heimat der Hesses werden. Aufopferungsvoll schreibt die Verliebte an ihren frisch gebackenen Ehemann. Ich habe so das Gefühl, ich würde dich verstehen. Nicht so, dass ich deinen Gedanken nachgehen könnte, aber so, wie die Heimat uns versteht, wenn sie uns aufnimmt in ihren trauten, liebgewordenen Räumen. Sieh, sowas möchte ich dir sein. Dich nach allen Seiten freilassend, und wenn du müd und hungrig nach Liebe bist, treibt es dich immer nach mir zurück. Ihr Ehemann sieht die Dinge derweil mehr von der praktischen Seite. Da stehen meine Bücher, mehr als 1000. Alle in sauren Hungerjahren langsam zusammengespart. Sie stehen auf festen, guten Brettern und liegen nimmer wie früher am Boden und auf dem Bett und Sofa herum. An den Wänden hängen ein paar gute Bilder und der große Ofen brennt so lange, wie ich will. Ich brauche die Scheite nicht mehr zu zählen und zu sparen. Vor allem Mia Hesse ist es zu verdanken, dass bei aller Schlichtheit so manche Annehmlichkeit berücksichtigt wurde, die bisher im Leben der jungen Familie Hesse gefehlt hatte. Das Landhaus Hesse besitzt fließend Wasser, Räume für Kinder, Markt und Gäste, einen Weinkeller, eine Dunkelkammer für Mias Fotografie sowie einen großen Garten. Hesse pflanzt Obstbäume, züchtet Dahlien und Rosen. Und allmählich verblasst die Begeisterung für das genügsame Leben der Kommunarden, die Hesse von Monte Verita mitgebracht hatte.
Die Reize des süßen bürgerlichen Lebens überlagern klammheimlich die radikalen Ideen der Reformer. Nach und nach entdeckt Hesse den Luxus und den Genießer in sich. Sogar ein Fässchen Wein liegt im Keller. Mit einem freundlichen Hahnen im Spundloch und in meiner alten Blechschachtel liegt beständig Tabak genug. Es geht mir also gut, sehr gut. Selbst meine Katze wird fett. Sie bekommt Milch, so viel sie mag. Also was der Familie Hesse ganz wichtig war, war, dass sie sich von ihrem eigenen Garten gut ernähren konnten. Es war ein Reformgrundsatz, dass man sich von seiner eigenen Scholle ernährt hat. Und wenn man das auch vergleicht mit der Versorgungslage hier im Dorf, dann muss man sagen, hier gab es ja auch nichts. Hier gab es einen Bäcker, sonst gab es keinen Laden. Und das macht es erforderlich, dass sie das taten, was alle Menschen hier getan haben. Sie hatten riesige, üppige Gärten, so auch die Familie Hesse. Und da gab es alles, was es so an Obst und Gemüse gab und Beerenobst. Und damit haben sie sich vorwiegend ernährt. Es gab Phasen, da hatte Hermann Hesse nach seiner Kur ziemlich extreme Ernährungsgewohnheiten. Er wurde stellenweise hier sehr starker Vegetarier. Es ist dokumentiert, dass Frau Hesse als Krankenspeise ihm einen Sauerampferpudding kochte. Ich möchte nicht wissen, wie der geschmeckt hat. Aber es dokumentiert, dass man sich durchaus auch von Wildpflanzen ernährt hat. Hermann Hesse machte Waldmeisterbowle, er sammelte Walderdbeeren. Aber ansonsten muss man sagen, war er dem Alkohol auch sehr zugetan und liebte seinen Meersburger Wein, den er in einem sogenannten Steckefessel unterhalb der Kellertreppe hatte. Das war ein Holzfass, was genau in die Öffnung unterhalb der Kellertreppe passte. Und es war so, dass er das immer dann austauschen ließ, wenn Frau Mia auf Reisen war. Die hat das offenbar nicht so gern gesehen. Ansonsten Obst, Pudding, Gemüseaufläufe, Grahambrot hat er gegessen, das ist dokumentiert in einem Brief. Sein Freund Ludwig Fink bemerkte, dass er ein sehr schlechter Esser ist, der sehr lustlos in seinem Essen herumpickte. Und es kam dann auch mal dazu, dass er überhaupt nichts gegessen hat. Ich meine, seine Physiognomie spricht für sich. Er war ja sehr schlank und schmal und deswegen halte ich das auch durchaus für authentisch. Wenn man von Lastern sprechen möchte, fällt einem das Rauchen ein. Hermann Hesse war durchaus ein Kettenraucher, so möchte ich sagen. Seine beliebteste Zigarrenmarke war die Brissago und er pflegte mit seinem Ruderboot nach Steckborn zu rudern, um sich dort einzudecken. Wenn man sich die Zutatenliste für Hermann Hesses Essen anschaut, Grahambrot, für das morgendliche Müsli, Feigen, Mandeln, zum Anrichten des Salats, Zitronen, zum Dessert Orangen, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wo um Himmels Willen hat Frau Hesse das herbekommen? Denn es war nicht Hermann Hesses Aufgabe, für die Mahlzeiten zu sorgen, sondern das hat Frau Hesse getan. Das musste sie irgendwo beschaffen, aber nicht hier im Dorf. Und das Einkaufen ging so, das wissen wir aus ihren Briefen. Sie musste am Vortag ihres Einkaufs unten dem Fährmann Keller, unten im Dorf am See, Bescheid sagen, wie es sie am nächsten Tag einzukaufen wünschte. Und dann kam der Fährmann Keller hinauf mit einem Karren. Und hinauf auf diesen Karren kamen die Taschen, die Kinder. Frau Hesse begleitete den Fährmann samt Karren hinunter zum See. Der Fährmann setzte alles über nach Steckborn. Steckborn liegt da drüben auf der anderen Seite des Sees. Und dort brachte der Fährmann Karren, Frau Hesse und die Kinder und die Taschen zum Bahnhof. Der liegt freilich nicht direkt am See. Das heißt, das war noch ein gewisser Fußmarsch und dort stieg Frau Hesse in die Thurgaubahn ein. Die Thurgaubahn fährt heute wie damals am See entlang. Damals hielt sie sicher an jedem Misthaufen, das heißt, man brauchte eine gewisse Weile, um nach Konstanz zu kommen. Und dort stieg Frau Hesse mit Kindern, Sack und Pack am Konstanzer Bahnhof, Schweizer Bahnhof Konstanz aus. Und dort in Konstanz hatte sie alles, was sie brauchte.
Reformhäuser fürs Grahambrot, Kolonialwarenläden für Orangen, Zitronen, Mandeln, Feigen. Da hatte sie natürlich auch Fotoläden für Entwicklerflüssigkeit. Dort kaufte sie Hemdkrähen für Hermann Hesse, Bettzeug, Wärmflaschen. Es ist dokumentiert, dass sie Wärmflaschen ohne Ende kaufte, weil sie hier so fror. Gut, bepackt wie ein Lastesel zurück zum Schweizer Bahnhof in Konstanz, einsteigen in die Thurgaubahn. Zurückfahren nach Steckborn. Hoffentlich ist der Fährmann da. Aussteigen, runter an den See. Übersetzen über den See, den Berg rauf. Der Tag war zu Ende. Ja, als ich vor 30 Jahren hier auf Thüringen kam mit meinem Mann, der hier zum Bürgermeister gewählt wurde, da haben wir neben Hessehaus gewohnt, neben dem Bauernhaus, wo er hingezogen ist mit seiner Frau. Und es war für uns schon sehr spannend. Zunächst war uns das gar nicht so bekannt. Wir wussten zwar, hier hatten Hesse gelebt, hier haben verschiedene Maler und Künstler gelebt, aber an sich im Dorf ist es sehr in Vergessenheit geraten. Ich hatte unten eine alte Nachbarin auf dem Bauernhof, die schon über 90 war, die Frau Weiermann. Und die habe ich mal gefragt, als sie beim Bülleabschlag war, wie war denn das damals? Und dann sagt sie zu mir, oh, die Fuhlenzer. Und das, da war mir natürlich klar, das waren verschiedene Welten. Auf der einen Seite die Künstler mit Hermann Hesse auch, die in ihrer Ruhe in ihrem Zimmer geschrieben haben und gearbeitet haben. Das hat ja keiner gesehen. Auf der anderen Seite die ländliche Bevölkerung, die um diese Zeit, als Hesse hierher kam, sicher auch sehr arm war. Einen nicht geringen Teil des Jahres sehen die Geienhofener den Dichter nun mit Pfeife, Weinflasche und Angel ausgestattet, in seinem kleinen Boot über den Untersee treiben. Nur wenn er nackt baden geht, tut er das in einer geschützten Bucht, vor neugierigen Blicken verborgen. Heute früh, da ein leichter Nordostwind ging, steckte ich das hohe, schmale Dreieckssegel auf meinen kleinen Nachen, stopfte mir eine Pfeife und trieb langsam seewärts durch den Nebel. Die Sonne musste schon übern Berg sein, denn das frühmorgendliche Bleigrau des Wasserspiegels verwandelte sich langsam in klares Silber, beinahe so wie bei schwachem Mondlicht. Von den sonst so freundlich nahen, laubigen oder schilfbestandenen Ufern war nicht zu sehen. Jemand hat eine geomantische Untersuchung gemacht über dieses Haus, über die Energiefelder dieses Hauses. Und dann wird sehr schnell klar, dass es ein besonderer Ort ist, ein besonderer Ort der Harmonie, ein besonderer Ort in der Landschaft auf der Halbinsel Höri am Bodensee, der eine besondere energetische Dichte hat, die spürbar ist und die Leute dazu bringt, dahin zu wollen, da ran zu wollen, da sein zu wollen. Der Untersee stellt eine wohl weltweite Einmaligkeit dar. Hier fließt der Rhein durch den See in Richtung Schweiz ab. Der See ist hier also halb Fluss und halb See. Halb Tiefe und halb Bewegung. Diese energetische Konstellation ist prägend für die Halbinsel Höri, auf der Geienhofen liegt. Die Architektin und Geomantin Raffaela Schüle ist diesem Phänomen nachgegangen und hat die Region energetisch erforscht. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Spannungsfeld aus Tiefe und Bewegung hier eine spezielle Aufladung entsteht, ja gewissermaßen so etwas wie eine Aufbruchstimmung. Die besondere Atmosphäre auf dem Hügel oberhalb des Dorfes Geienhofen dürfte dem sensiblen Hesse nicht entgangen sein. Jedenfalls entschloss er sich recht bald, hier eine abgelegene Streuwiese, eine uralte Scholle mit knorrigem Birnbaum darauf, zu kaufen. Der Hügel oberhalb Geienhofen ist ein uralter Kraftplatz mit einer beinahe magischen Anziehungskraft. Laut Raffaela Schüle ein Ort mit einer sehr weiblichen, weiten
archaischen Energie, welche stark auf Hesse gewirkt haben muss. Und welche ihn, auf gewisse Weise, vielleicht zu seiner ebenso mitfühlenden wie eindringlichen Sprache inspiriert hat, die so charakteristisch für seine Geienhofener Zeit ist. Seine beiden Beine waren gebrochen, wahrscheinlich mehrmals, und irgendein Unglückssplitter war ihm in den Unterleib gedrungen, wo er verzweifelt wühlte und schmerzte. Cesco spürte, dass er übel verletzt war und machte sich wenig Hoffnung. Leise stöhnend lag er eine Stunde um die andere und dachte an lauter Dinge, die ihm jetzt nichts helfen konnten. Er dachte an ein Mädchen, das mit ihm das Tanzen erlernt hatte und jetzt längst verheiratet war. Die Zeit, da er sie nicht sehen konnte, ohne Herzklopfen zu bekommen, schien ihm jetzt wunderbar schön und selig gewesen zu sein. Unter Schmerzen wandte er den Kopf und schaute umher in die Höhe, und der Berg sah ihm ruhig in die Augen. Kaum hat er sich seinen Traum vom Landleben erfüllt, da melden sich auch schon die ersten Zweifel und Unzufriedenheiten. Er hadert mit seinem neuen sesshaften Leben und fragt sich, ob dies wirklich seiner tiefsten Natur entspricht. Manchmal steigt in ihm regelrecht der Zorn hoch angesichts des lauen, bequemen Lebens, das er nun führt. Dann zieht es ihn fort, dann schnappt er sich Mantel, Hut und Stock, und es treibt ihn hinaus auf die staubige Landstraße. Noch im selben Jahr, in welchem sein Haus in Geienhofen bezugsfertig wird, bekennt er in dem Aufsatz Lindenblüte: O ihr Wanderburschen, ihr fröhlichen Leichtfüße, jedem von euch, auch wenn ich ihm einen Fünfer geschenkt habe, sehe ich wie einem König nach, mit Hochachtung, Bewunderung und Neid. Jeder von euch, auch der Verlottertste, hat eine unsichtbare Krone auf. Und ich bin euresgleichen gewesen und weiß, wie Wanderschaft und Fremde schmeckt. Gleichwohl ist Hesse sehr kreativ in diesen Jahren. Er schreibt Erzählungen, in welchen er seine Kindheitserlebnisse in einer bis dahin nicht gekannten Intimität verarbeitet. Durch das Schreiben versucht er, seine inneren Beklemmungen und seelischen Höllen künstlerisch zu verarbeiten. Was dabei herauskommt, ist unnachahmlich, ist höchste literarische Kunst, ist Weltliteratur. Doch sein Fernweh lässt sich dadurch nicht aufhalten. Es wird eher schlimmer, wie er sich nach einer längeren Reise im Jahre 1909 eingestehen muss. Kaum hatte ich mich wieder ein paar Wochen mit Büchern befasst und Schreibpapier verbraucht, da schien eines Tages die Sonne wieder so unheimlich gelb und jung auf die alte Landstraße. Und über den See lief ein schwarzer Nachen mit einem großen schneeweißen Segel, und ich bedachte die Kürze des Menschenlebens. Und plötzlich war von allen Vorsätzen, Wünschen und Erkenntnissen nichts mehr da als eine ganz echte, unheilbare, tolle Reiselust. Doch der Erfolg will ihn nicht richtig glücklich machen. Im Gegenteil, sein Leben ist in eine Art Sackgasse geraten. Von Unruhe getrieben, von Träumen aus seinem satten Leben gerissen, beginnt er schon bald wieder zu suchen. Er sehnt sich zurück zu den Urgründen seiner inneren Zerrissenheit, zu jenem Punkt, wo Leid und Lust noch eins sind, noch nicht getrennt voneinander. Doch Leid tut nur weh, wenn du es fürchtest. Leid tut nur weh, weil du es schiltst. Es verfolgt dich nur,
weil du vor ihm fliehst. Du musst nicht fliehen. Du musst nicht schelten. Du musst nicht fürchten. Du musst lieben. Du weißt ja alles selbst. Du weißt in deinem Inneren ganz wohl, dass es nur einen einzigen Zauber, eine einzige Kraft, eine einzige Erlösung und ein einziges Glück gibt. Und dass es Liebe heißt. Wahrscheinlich sind es gerade diese Krisen und inneren Abgründe, die es dem Dichter Hesse ermöglichen, die tiefsten Regungen und Gefühle der menschlichen Seele wahrzunehmen und ihnen nachzuspüren. Doch er selbst hält diesen tiefen Schmerz in sich nicht aus. Und oft erträgt er die Einsamkeit in seinem Studierzimmer nicht mehr. Auch Haus, Weib und Kind können ihn dann nicht halten. Gut, also zunächst will ich mal sagen, er hat in Gaienhofen mit seiner Frau Mia, die das alles sehr engagiert mitgemacht hat, versucht zu leben, was der Peter Kam, was im Peter Kamensinn geschrieben ist. Also ein alternatives Leben unter einfachsten Verhältnissen, im Gegensatz zu den Intellektuellen in den Großstädten. Nicht? Er war ja sehr, wie soll ich das sagen, sehr, wie soll ich das sagen, gesellschaftsscheu. Nicht? Es gibt dieses bekannte Gedicht, kennen Sie vielleicht, Soiree, man hatte mich eingeladen, ich wusste nicht warum. Viel Herren mit schmalen Waden standen im Saal herum. Sie wussten sich flott zu betragen, sie machten ein Großgeschrei. Da schämte ich mich zu sagen, dass ich auch ein Dichter sei. Nicht, also es ist so im Heine-Ton vorgetragen, aber Sie sehen daraus, also dieses alternative Leben, das man eben auch unter ganz einfachen Umständen, denn in Gaienhofen damals hatte 300 Einwohner, da gab es weder elektrisches Licht noch fließendes Wasser und so weiter, dass man also auch unter solchen einfachen Umständen mit Sonne, Wasser und einem arbeitsamen Leben sehr glücklich sein kann. Das hat er da ausprobiert und im Lauf der Jahre natürlich hat er gemerkt, also gut, er wurde dann Familienvater, der hatte dann doch durch das Angebundensein, durch die Heirat und die Kinder, hat er natürlich schon begonnen zu leiden, ist immer häufiger verreist. Diese Spannung, die er in Gaienhofen ja ganz lebenslang erlebt hat, einerseits der Bürger Hesse, der erfolgreiche Autor, der Vater von drei Söhnen, der verheiratet ist, der sich ein Haus dort baut mit seinem Kachelofen für die warmen Winterabende, der seinen großen Garten angelegt hat, also sehr sesshaft ist und bürgerlich lebt. Andererseits der Rumtreiber, dauernd bei jeder Gelegenheit in Monte Verita, schnell mal nach München zum Simplicissimus, schnell mal eine Lesereise in den Norden und dann zum Schluss die Krönung, natürlich Indien, wo er dann abhaut, wo er fast nicht mehr zu Hause war. Diese beiden Dinge im Extrem, also ein extrem sesshafter Typ und ein extrem vagabundierender Typ, die kommen die spürt man ganz hautnah in den Erzählungen. Da ist es nicht nur der Knulp, sondern sind es andere Rumtreiber und Landstreicher, die gleichen Gefühle rumgetrieben werden. Also man muss sagen, dass bei Hesse diese beiden Sehnsüchte ganz stark ausgeprägt waren. Das ist extrem und man wundert sich, dass es ihn nicht zerrissen hat. Man kann sagen, dass die bürgerliche Epoche in Hermann Hesses Leben, gelinde ausgedrückt, nicht funktioniert. Trotz aller guten Vorsätze ist er einfach der Steppenwolf und Outsider, der Wanderer und Flüchtling geblieben. Auch in seiner Beziehung zu Mia Hesse. Im eigenen Hause ist er ein Fremder, der bewirtet und beherbergt wird. Hugo Ball, sein früher Freund und Biograf, beschreibt ihn als fahrenden Gesellen, der gefüttert wird und der sich eigentlich der Hauskatze näher fühlt als seinem schönen Zuhause. Wie es Mia Hesse dabei ergeht, können wir nur vermuten. Zu meinem Erstaunen habe ich nichts gefunden. Ich habe wenig Aussagen vielmehr gefunden, wie sie war die erste Frau von Hermann Hesse, sie war die Mutter der drei Kinder und immer wieder tauchte der Begriff auf, sie sei schizophren geworden
Und Besucher, die hier ins Haus kamen, später berichteten, ach, die ist doch in der Irrenanstalt gestorben, oder? Das allerdings hat mich doch sehr gereizt herauszufinden, was ist los mit dieser Frau? Wie war die? Wieso ist die so in dieses Reich der Vergessenheit abgesunken? Und so begab ich mich dann auf die Suche nach Details zu dieser Frau. Und so fügte sich dann allmählich ein Bild, nachdem ich Briefe von ihr gefunden hatte, die ich eingelesen habe, von einer Frau, die eine ganz empfindsame Natur war und hatte, die einen Sinn für Farben und Formen hatte. Ich meine, sie ist nicht umsonst Fotografin geworden von ihrer Profession. Und Ästhetik und Gefühl, das alles waren ihre Themen. Sie war kein sehr rationaler Mensch. Die dunkelhaarige, lebhafte Frau mit den ausdrucksstarken Augen, die im Sommer des Jahres 1904 in Gainhofen auftaucht, macht Eindruck auf die Einheimischen. Maria Bernoulli entstammt einer vornehmen Basler Familie, welche berühmte Mathematiker, Astronomen und andere Wissenschaftler hervorgebracht hat. Zusammen mit ihrer Schwester Mathilde hatte sie bereits im Jahre 1902 in Basel ein Atelier für Porträtfotografie eröffnet. Bei einem Künstlertreffen in ihrem Atelier sieht sie Hesse zum ersten Mal und verliebt sich mit Haut und Haar in den etwas steifen und reservierten jungen Dichter. Weißt du, ich fühle halt immer mehr, dass ich eigentlich niemand habe als dich, der wirklich und ganz zu mir gehört. Und die Folge ist, dass ich eben schrecklich alleine bin, wenn du weg bist. Es wäre schön gewesen, wenn du noch zurückgekommen wärst. Aber ich kann gut verstehen, dass dir das nicht passte. Es wird ja schon wieder ein Gelegenheitlein geben, wo wir uns sehen können. Mir vergöttert Hesse. Doch seine offensichtlichen Näheprobleme will sie nicht wahrhaben. Sie quält sich dagegen mit Zweifeln, ob sie ihrem Dichtergeliebten vielleicht nicht genügen könne. Ich komme mir in allem so stümperhaft vor, neben deinem schönen, großen Denken. Nur meine Liebe ist's nicht. Die ist groß und voll und ungestüm. Mein Leben ist so etwas Halbes, Zufälliges, bis ich es einmal ganz mit deinem vereinen kann und es dann ein volles, schönes und fertiges wird. Meinst du nicht, wir bringen das zustande? Das, was das Paar verbunden hat, hat schließlich dazu geführt, dass sie nach Gainhofen gezogen sind. Sie hatten beide diesen festen Willen, naturnah, einfach und bedürfnislos zu leben, so wie Hermann Hesse das beschreibt. Und da war Mia Hesse genauso überzeugt von diesem Gedanken wie Hermann Hesse. Und sie haben gedacht, dass sie hier zusammen das Schöne, das Wunderbare, die Natur, die Menschen, dass sie das zusammen erleben können, dass sie das erfüllt. Das hat für eine Weile gereicht, aber die Beziehung zwischen den beiden fing dann doch an zu leiden, denn Hermann Hesse war ein spröder Mensch. Er war nicht so schmiegsam, wie sich die Mia das vielleicht gewünscht hätte. Und auch der Austausch insbesondere, das Gespräch zwischen den Ehepartnern, das konnte einfach gar nicht so oft zustande kommen, denn Hermann Hesse war unglaublich viel unterwegs, entweder zu Lesereisen oder zu Kuren oder er machte aus anderen Gründen eine Reise, er besuchte Freunde. Er schreibt für das Jahr 1909, ich war 5 Monate unterwegs. Und das überlegen Sie sich mal für eine Frau, die hier in diesem Haus mit 2 Kindern mittlerweile wohnte, ganz allein. Und vor allen Dingen die Winter, die waren ja hart für die Frau. Das Graue, das Abgeschnittensein, das Unzugängliche dieses Hauses. Sie müssen sich vorstellen, hier oben führte nur ein Feldweg hin. Natürlich war das zunächst eine gewählte Einsamkeit, denn
Hermann Hesse hatte es satt, in der Dorfmitte zu leben und im Zentrum einer Aufmerksamkeit, und er wollte Ruhe. Das hatte aber auch eine Kehrseite, und die hat sich im Laufe der Zeit ganz deutlich gezeigt. Und so ganz langsam entwickelte sich dann auch etwas, dass die Ehepartner ein getrenntes Leben geführt haben. Frau Hesse schlief hier unten, sie hatte ihren Wirkungskreis hier unten im Haus. Hier waren ihre Kinder, hier war die Küche, hier war der Eingangsbereich. Hermann Hesse hat oben hinter einer Abschlusstür seine Bibliothek gehabt, sein Schlafzimmer, den begehbaren Kleiderschrank. Und so ganz sachte und allmählich hat sich das auseinanderdividiert. Im romantischen Heim der Hesses dämmert allmählich das Ende der Beziehung herauf. Schwere psychische Krisen bei beiden Partnern machen ein Zusammenleben zunehmend unmöglich. Die Kinder werden zunächst bei Freunden in Obhut gegeben und das Paar lässt sich 1923 endgültig scheiden. Mia stabilisiert sich psychisch allmählich wieder und zieht in ein kleines Häuschen bei Ascona. Mit Hesse, der sich ganz in der Nähe in Montagnola niederlässt, bleibt sie in lockerer Verbindung. Sie heiratet nie mehr. Doch die Beziehung zu ihren Kindern und Enkeln ist zeitlebens sehr innig. Nur einmal, im hohen Alter von 84 Jahren, kommt sie noch einmal nach Gainhofen zurück und besucht das Haus am Erlenloh. Die alte Dame staunt, wie hoch die Linde und der Birnbaum im Garten gewachsen sind. Ludwig Fink, damals Augenzeuge von Mias Besuch, erinnert sich. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Gestern war Mia zu uns gekommen, Hesses erste Frau, Mutter seiner drei Buben, Großmutter seiner sechs Enkel und Enkelinnen. Weißhaarig, klein, aber noch rüstig, flink wie ein Wiesel, sonnenverbrannt und rotbackig. Und sie erzählte von allen und was aus ihnen geworden. Mia Hesse starb im Mai 1963, ein Jahr nach Hermann, im Alter von 95 Jahren an Altersschwäche. Bis jetzt kam sie eben mit völlig zu kurz und war komplett verkannt. Und jetzt bekommt sie endlich wieder Leben und ein Profil und wird Mensch. Vorher war sie einfach die Kranke und quasi ein Ballast, die Bleikugel am Bein von Hesse, und das war sie ja wirklich nicht, oder höchstens aus seiner Sicht mit der Zeit. Also sie war eigentlich ein wunderbarer Mensch, aber eben, ich habe sie leider auch erst lang nach ihrem Tod kennengelernt. Es ist sowieso ein eigenartiges Verhältnis, wenn man seine Vorfahren an Literaturtagen und so Sachen kennenlernen statt im Leben. Lassen Sie uns noch einmal zurückkehren ins Jahr 1911, dem Jahr des Auszugs aus Gainhofen. Hermann sitzt längst öfter in Eisenbahnabteilen als in seiner Studierstube. Ihn zieht es zunehmend in die Ferne. Und wenn er mal zu Hause ist, fühlt er sich oft schrecklich elend. An einen Freund schreibt er, ihm sei zumute, als müsse jeder Hund ihn auf der Straße anschiffen. 1912 schließlich, gerade mal 5 Wochen nach der Geburt seines dritten Sohnes Martin, bricht er zu seiner größten Reise auf. Sie führt ihn nach Ceylon, Sumatra und Indonesien. Doch seine innere Zerrissenheit kann er unterwegs nicht abstellen. Es
Es kam eine Zeit, da reiste ich viel, denn es war mir nicht mehr so sehr wohl in dem hübschen Hause am Bodensee. Ich ließ oft meinen Garten stehen und fuhr in der Welt herum, als hätte ich irgendwo die Hauptsache liegen lassen und vergessen. Ich fuhr bis nach dem hintersten Südosten von Sumatra und sah die großen grünen Schmetterlinge im Dschungel schimmern. Und als ich zurückkam, da wurde meine Frau mit mir einig, dass wir unser Haus und Dorf verlassen wollten. Mia ist einverstanden, mit Hermann nach Bern zu ziehen. Es ist ihr ein angenehmer Gedanke, dass sie zurück in ihre Heimat gehen soll. Und vielleicht würde ja dort wieder alles gut. Dennoch ist der Abschied aus Geienhofen für beide Ehepartner schwer zu ertragen. Wehmütig berichtet Hesse über die letzten Stunden in seinem Haus. Es gibt nichts Hässlicheres als das Verlassen eines Hauses, in dem man jahrelang gewohnt und gearbeitet hat. Da, wo dein schwerer Schreibtisch von den Arbeitern weggerückt wurde, gähnt ein leerer Fleck auf dem Fußboden. Aus allen Wänden ziehst du mühsam und unwillig die Nägel wieder heraus, an denen deine Bilder hingen und die du vor Jahren bedachtsam und vergnügt eingeschlagen hast. In den heiligsten Räumen liegen Schmutz und Stroh, Holzwolle und Papierschnitzel auf dem Boden. Verdrossen gehst du durch die Stuben, die so scheußlich leer stehen und in denen deine Schritte ungewohnt widerhallen. Also, wenn man sich das hier so anschaut, diese Idylle, das Schöne, das Ästhetische, dieser üppige Garten, dann stellt man sich natürlich schon die Frage, was hat die Familie Hesse bewogen, nach nur 5 Jahren Wohnzeit in diesem Haus, das Haus und den Garten aufzugeben und weiterzuziehen? Wie viel Mühe, wie viel Herzblut steckte hier drin? Und was ist passiert, dass sie das alles über Bord geworfen haben, um weiterzuziehen? Und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, es gibt für Hermann Hesse andere Gründe wie für Mia Hesse. Hermann Hesse hat festgestellt, dass eigentlich dieses Familienleben jetzt nicht so sein Ding ist. Das Sesshafte vor allen Dingen, das ist das, was ihn massiv gestört hat, das an einem Ort zu verharren. Und er hat sehr schnell herausgefunden, dass das für sein künstlerisches Werk nicht genügend Anregungen hergab. Ja, er schrieb sogar, Geienhofen hatte sich erschöpft für mich. Und das hat ihn auf den Weg gebracht. Mal hierhin, mal dorthin, hier. Von hier aus hat er seine sogenannte Indienreise angetreten. Und er merkte, er war Nomade, er war Jäger, er musste hinaus in die Welt für sein künstlerisches Werk. Hundert Jahre nach dem Auszug der Hesses aus ihrem Geienhofener Paradies ist das Haus nur noch ein Schatten seiner selbst. Haus und Garten machen einen heruntergekommenen und maroden Eindruck. Fast vergessen von der Nachwelt, fristet das Anwesen nur noch ein trostloses Dasein. Es soll abgerissen werden. Im Gemeinderat wird bereits eine Bauvoranfrage für eine Reihenhauszeile diskutiert, die hier entstehen soll. Da tritt ein Ehepaar aus dem Rheinland auf den Plan. Die Diplombiologin Eva Eberwein und ihr Gatte Bernd entschließen sich, das dahinsiechende Anwesen zu kaufen. Sie verhindern damit quasi im letzten Moment den Abriss des Gebäudes. Eva Eberwein
verbindet seit ihrer Kindheit eine enge Beziehung zu dem Haus. Dieses Haus, wann ich das erste Mal wirklich wahrgenommen habe, das war, als ich 12 Jahre alt war. Und zwar habe ich hier mit meiner Mutter in der Pension Haus am Erlenloh gewohnt. Das wurde betrieben von der Witwe des Malers Wentig und meine Mutter hatte hier zu tun mit dem Hausbau meines Vaters und nahm mich mit als Schülerin. Und dieses Haus war so groß und dunkel innen und da hingen so große Bilder an der Wand und die Dielen knarzten, die Böden knarzten und es gab jede Menge zu entdecken in diesem Haus. Räume, viele Räume. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich geschlafen habe in diesem Haus. Ich nehme an, dass ich bei meiner Tante im Dorf geschlafen habe, aber meine Mutter war hier. Ich habe sie immer wieder besucht und ich erinnere mich, dass ich unten in der Veranda englische Vokabeln gelernt habe, weil ich so schlecht war in Englisch. Die Verbindung zwischen meiner Stammfamilie väterlicherseits und Hermann Hesse, die habe ich eigentlich erst sehr spät herausgefunden. Man hat da nicht großes Aufheben drum gemacht. Mein Großvater Leopold Schnell hat um die Jahrhundertwende, als Hermann Hesse hier lebte, eine Gaststätte mit Fremdenzimmern unterhalten zum deutschen Kaiser. Und es ist verbürgt aus den Briefen von Hermann Hesse, dass er mit Ludwig Fink, seinem Freund, dort hinging, um zu zechen. Nicht nur dorthin, aber eben auch dorthin. Und es gibt sogar eine Briefstelle, wo Hermann Hesse einem Freund schreibt, dass man den alten Schnell, welches mein Großvater ist, den Hund vergiftet habe. Die Saubande, schreibt er. Also hin und wieder taucht er mal auf, mein Großvater. Mein Großvater hatte auch das erste Telefon hier im Dorf und Hermann Hesse ging von Zeit zu Zeit runter, um Kontakt aufzunehmen mit der großen, weiten Welt. Da gab es eine Verbindung und man findet auch einen Eintrag im Haushaltsbuch. Da steht dann für irgendeinen Monat Autofon 5 Reichsmark. Das ist die Bezahlung dieser ersten Generation des Telefons bei meinem Großvater. Aber lassen Sie uns die Zeit noch einmal zurückdrehen. Als Hesse in sein Landhaus zieht, ist er auch zum ersten Mal in seinem Leben stolzer Besitzer eines Gartens. Mit leidenschaftlichem Eifer legt er Beete an und pflanzt Obstbäume. Hacke und Grabstock sind ein willkommener Ausgleich zur geistigen Arbeit am Schreibtisch. Und er kann hier seinen brennenden und schmerzenden Augen etwas Erholung gönnen. Es ist nicht leicht, einen guten Garten zu pflanzen. Es ist so schwer, wie ein Reich zu regieren. Man muss sich entschließen, auch die Unvollkommenheit zu lieben, sonst ist man betrogen. Es kam ein Tag. Da standen lauter blaue Glockenblumen im Gras. Es kam ein Tag, da war plötzlich ein neuer Klang und Duft im Garten. Und über rötlich durchsonnten Laub hing weich und rotgolden die erste Teerose. Es kam ein Tag, da waren keine Schwertlilien mehr da. Sie waren gegangen. Kein goldbezäumter Pfad mehr führte zart in duftende Geheimnisse hinab. Fremd standen starre Blätter spitz und kühl. Aber rote Beeren waren in den Büschen reif und über den Sternblumen flogen neue, unerhörte Falter spielend hin. Mit dem eigenen Garten erfüllte er sich auch einen Traum aus der Kinderzeit in Calw. Die Mutter hatte dem damals 9-jährigen Buben ein kleines Terrassenbeet zur Pflege anvertraut, welches er nun mit ganzer Hingabe und unschuldiger Freude versorgte. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ihm auch viele Jahre später bei der Gartenarbeit die Empfindungen und Gefühle der Kindheit ganz nahe kamen. Da stiegen die Bäume so freudig und trotzig in die Lüfte. Da spross im Garten Narziss und Hyazinth so glanzvoll schön.
und die Menschen, die wir noch so wenig kannten, begegneten uns zart und gütig, weil sie auf unserer glatten Stirn noch den Hauch des Göttlichen fühlten, von dem wir nichts wussten und das uns ungewollt und unbewusst im Drang des Wachsens abhanden kam. Da war ich mitten in der Nacht aufgewacht und leise aufgestanden und mit Zagen ans Fenster gegangen. Und vor dem Fenster war es seltsam hell, gar nicht schwarz und todesfinster, wie ich mir vorgestellt hatte. Es sah alles dumpf und verwischt und traurig aus. Große Wolken stöhnten über den ganzen Himmel und die bläulich-schwarzen Berge schienen mitzufluten, als hätten sie alle Angst und strebten davon, um einem nahenden Unglück zu entrinnen. Und ich blickte aufmerksam in sein Gesicht. Das war schmal und spitzig, aber den Tod konnte ich nicht darin sehen, sondern nur ein feines Licht und in den Augen etwas Ungewohntes, gütig, Ernstes und Geduldiges, bei dessen Anblick mir ähnlich ums Herz ward, wie bei jenem Stehen und Lauschen im schweigenden Tannenwald, da ich in banger Neugierde den Atem anhielt und Engelschritte in meiner Nähe vorbeigehen spürte. Wenn man versucht nachzuvollziehen, wie Hermann Hesse diesen Garten angelegt hat, dann kommt man nicht umhin, einen Blick auf seinen Gartenplan werfen zu müssen. Ich hatte das Glück, dass ich ihn als Beilage in einem Brief gefunden habe. Diesen Brief hat er geschrieben im ersten Winter in diesem Haus 1907, 1908 an seinen Vater. Und dort hat er mit spitzer Feder gezeichnet einen kleinen Plan dazugelegt, wie er sich diesen Garten vorstellt. Man muss sich vorstellen, er hatte ja eine Wiese gekauft und diese Wiese musste er in etwas verwandeln und es war sein sehnlichster Wunsch, endlich einen eigenen Garten zu haben. Und aus diesem Plan, verbunden mit seinen Erzählungen, kann man ablesen, welche Art Garten er gerne haben wollte. Das war der üppige, strotzende Selbstversorgergarten, schon ein bisschen sortiert nach Wegen und Beeten. Aber dieser Garten sollte als erstes die Familie ernähren. Dieser Garten sollte durch große Bäume Schatten spenden. Der sollte viele lauschige Plätze hergeben. Und es sollten üppige Blumenrabatten in diesem Garten zu finden sein. Die Königin des Gartens ist der alte, hohe Birnbaum, der sich majestätisch und schützend über dem Haus erhebt. Hesse, der die Bäume über alles liebt, spürt instinktiv, dass dieser Baum das wichtigste und mächtigste Lebewesen des Grundstücks ist, und so baut er sein Haus in enger Nachbarschaft zu ihm. Es gibt ein Foto, das zeigt ihn auf einer Bank, an einer Bank stehend hier vor dem von damals gewaltigen dicken Birnbaum, und er schreibt: Vor unserem Haus stand ein alter, gewaltiger Birnbaum, unter den ich eine Lattenbank zimmerte. Und wenn man Hesses Gartenplan anschaut, dann fällt auf, dass er diesen alten, damals schon alten Birnbaum, der einzige Baum des Wiesengeländes war, was er da gekauft hatte, die Nummer 1 gegeben hat. 1 gleich alter Birnbaum. Das zeigt schon die Reihenfolge der Wichtigkeit. Dieser Baum war ihm wichtig, diesen Baum hat er respektiert, den hat er geehrt, und er hat ihn zusätzlich geehrt dadurch, dass er das Haus ganz bewusst in Bezug zu diesem einzigen Baum im Gelände gesetzt hat. Wenn Sie heute ein solches Grundstück hätten, würden Sie das niemals tun. Sie würden das Haus weit in den Norden setzen, damit sich nach Süden der Garten zum See entfaltet. Nein, er setzte dieses Haus in Bezug zu diesem Baum, denn vermutlich kannte er die traditionelle Rolle eines Hausbaumes. Das ist ja ein uraltes Wissen. Ein Baum ist der Hüter des Hauses. Thank you.
Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Bäume sind für mich immer die eindringlichsten Prediger gewesen. Ich verehre sie, wenn sie in Völkern und Familien leben, in Wäldern und Hainen. Und noch mehr verehre ich sie, wenn sie einzeln stehen. Sie sind wie einsame, wie große, vereinsamte Menschen wie Beethoven und Nietzsche. Ein Baum spricht, in mir ist ein Kern, ein Funke, ein Gedanke verborgen. Ich bin Leben vom ewigen Leben. Einmalig ist der Versuch und Wurf, den die ewige Mutter mit mir gewagt hat. Einmalig ist meine Gestalt und das Geäder meiner Haut. Einmalig das kleinste Blätterspiel meines Wipfels und die kleinste Narbe meiner Rinde. Mein Amt ist es, im ausgeprägten Einmaligen das Ewige zu gestalten und zu zeigen. Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereingangs von Mariabronn, dicht am Wege, stand ein Kastanienbaum. Ein vereinzelter Sohn des Südens, von einem Rompilger vor Zeiten mitgebracht. Eine Edelkastanie mit starkem Stamm. Zärtlich hing ihre runde Krone über den Weg, atmete breitbrüstig im Winde. Es stellt sich die Frage, wieso Hermann Hesse dieses paradiesische Fleckchen Erde letztlich wieder aufgegeben hat. Diese Idylle in Geienhofen, die hat er anfangs sehr genossen, allein genossen, auch zusammen mit seinem Freund Ludwig Fink und mit seinen ganzen anderen Freunden Reisen gemacht, Fußmärsche gemacht bis ins Engadin. Wirklich wie ein Indianer gelebt dort, das hat ihm also wirklich sehr gut gefallen. Aber bei den Aufzeichnungen schleichen sich dann so unmerklich dann immer wieder so Irritationen ein, wo er dann sagt, also ich habe mir als Bub das Glück irgendwie anders vorgestellt und es plagt mich, sagt er einmal, so eine dumme Unzufriedenheit. Er wusste ganz genau, dass es eigentlich keinen Grund hatte, unzufrieden zu sein. Er hatte ein Haus dort, er hatte Familie, er hatte Geld jetzt auch, es ging ihm gut, er war berühmt. Und was will man mehr? Eigentlich hat sich alles erfüllt, was er sich erträumt hatte. Und trotzdem diese dumme Unzufriedenheit, die, was war das eigentlich? Das war diese Lust auszubrechen, dieses Ungenügen an einem gesättigten Leben. Er sagt, jetzt habe ich alles und das Klavier steht unten im Zimmer, ich habe jeden Tag zu essen, ich habe Geld genug, sogar meine Katze hat Milch. Also das ist ja nicht auszuhalten. Es ist nichts mehr da. Es ist keine Sehnsucht mehr da. Es ist nichts mehr da, was man noch erreichen will. Es ist keine Sehnsucht mehr da. Und das hat ihn gestört. Es ist immer so, dass wenn es für ihn alles erfüllt war, was er sich gewünscht hat, dann war es für ihn ein Kennzeichen, dass jetzt das Leben irgendwie in eine Sackgasse geladen ist. So darf es nicht sein. Es ist zu gesättigt. Also wahrscheinlich ist natürlich dieses ganze Elend, was Hesse durchlebt hat, wirklich, der hat ja die Nachtmehrfahrt der Seele wirklich am eigenen Leib und in der eigenen Seele erlebt. Das, was so die Mythen dann für die Helden immer fordern, dass ja ein Odysseus, der muss ja auch runter in die Unterwelt zum Teiresias, dem blinden Seher, um sich den Heimweg der Seele dazu erfragen zu seiner Frau Penelope. Und Hesse durchlebt solche Nachtmehrfahrt eigentlich ständig. Und sein ganzes Werk ist auch eine Art Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen aus seiner Seelentiefe. Er lebt in dieser sehr flachen, engen Welt, aber in ihm ist ja wirklich ein großes Bedürfnis nach Tiefe, was er auch immer ausdrückt. Und er begegnet eigentlich auch der Polarität, ja, diesem Licht- und Schattenthema, Himmel und Hölle. Und in dieser tiefsten Dunkelheit findet er dann Perlen und bringt die auch raus. Und seine Werke sind ja von dieser Sehnsucht nach Sinn und nach der Lösung und Erlösung auch ganz voll. Das ist ja das, was die Literaturkritik ihm auch übel genommen hat. Ja, also er hatte ja einfach einen Inhalt gefunden in seiner Arbeit dann und drückt es im Siddhartha dann auch so deutlich aus. Und die Literaturkritik will ja bei einem Nobelpreisträger dann eher so eine fast, wie soll man sagen, inhaltslose Kunst. Und im Gegensatz zu Hemingway,
der ja auch immer auf der Sinnsuche war, mit allen Möglichkeiten. Ja, also er hat ja keine Form von Orgie, Großbildjagd und was der Himmel was alles versucht, sogar in Krieg ist er gezogen. Aber der hat eben sich keinen inneren spirituellen Sinn gefunden und zum Schluss sein Jagdgewehr gegen sich selbst gerichtet, zum fatalen Schuss. Während Hesse findet ja diesen Sinn. Und in der tiefsten Erfahrung seiner größten Dunkelheit findet er diese Perle, so wie man ja auch sagt, ne, dass die Perle in der Muschel aus dem Schmerz der Muschel geboren ist. Das ist ein Sandkorn und die Muschel wehrt sich gegen das Sandkorn, was ihr wehtut, umhüllt es mit Perlmutt und da kommen dann diese glänzenden Perlen raus. So kann man es direkt bei Hesse auch sagen. Aus dieser Enge von Geienhofen, der nervenden Familiensituation, die Kinder, die ihn ständig störten, die Frau, die so depressiv war, er flieht nach Indien und da erlebt er dieses Gipfelerlebnis, was ihn so versöhnt mit sich und seinem Suchen, seinem Leben eigentlich. Der Dichter war 35 Jahre alt, als er von Geienhofen wegzog. Doch sein Haus, dank der Eberweins vom Staub der Zeit befreit, hat von seiner Ausstrahlung nichts verloren. Das Anwesen nimmt den Besucher quasi an der Hand. Es lockt mit seinen Gerüchen, Geräuschen, Farben und Ahnungen. Es weckt Gefühle von Heimkommen, von Geborgenheit, von Paradies. Dieses Haus übt eine enorme Anziehungskraft aus. Ich meine, ich musste mir selber die Frage stellen, wieso ich mich hier heimlich in den Garten geschlichen habe. Also letztendlich habe ich ja etwas Verbotenes getan. Ich habe die Begrenzung des Eigentümers einfach überschritten, habe mich hier reingesetzt und mich wohlgefühlt. Und das Interessante ist, das geht ja nicht nur mir so, das geht vielen anderen Menschen so, die hier am Zaun stehen, hier hineinschauen und plötzlich das ungeheure Bedürfnis entwickeln, sie wollen in dieses Haus, sie wollen in dieses Gelände und sie machen dann Dinge, die sie unter normalen Umständen nicht machen würden. Sie steigen über das Gartentürchen, sie öffnen Türen, die sie vielleicht nicht öffnen sollten. Und ich habe eine Situation erlebt, da stand ich und kochte Marmelade, hinter mir öffnete sich die Küchentür, jemand steckte den Kopf herein und sagte, oh Entschuldigung, und ging wieder raus. Das heißt, jemand ist tatsächlich über den Zaun gestiegen in die nicht abgeschlossene Haustür, durch die Haustür hineingegangen, nach oben gegangen. Das zeugt von einer starken Energie und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie kommt das? Was ist das, was die Leute hier magisch anzieht? Was sie unterbewusst dazu bringt, hier will ich rein. Ich will hier ein Teil von dem sein oder haben. Eigentlich fühle ich mich im ganzen Grundstück sehr wohl. Und im Haus fielen mir vor allem die abgerundeten Ecken auf. Also wo die Wände in die Decke übergeht, ist alles ausgerundet und das empfinde ich als äußerst angenehm. Das habe ich mir dann in Thun, als ich eine Wohnung einrichten konnte, auch gleich machen lassen. Es gibt ja auch wieder die Feng Shui-Theorie, die in der Praxis sogar auch ein bisschen stimmt, dass so Kanten Giftpfeile schicken, auf Chinesisch. Und es gibt eben auch die Theorie, dass die nicht nur nach außen schicken, sondern auch eine solche Kante schickt Pfeile nach innen. Wenn das ausgerundet ist, fliegen die Pfeile in alle Richtungen oder eben überhaupt nicht mehr. Also irgendwie haben so Kanten schon ganz hintergründig etwas Bedrohliches. Zeitlebens hat Hesse gegen die Versteinerung der Herzen angekämpft, aus der er sich selbst niemals richtig zu lösen vermochte. Doch er ist den Kampf eingegangen. Er widersetzte sich energisch der moralischen Kälte und den seelischen Verhärtungen seiner Zeit.
indem er seine inneren Abgründe und Schrecken dichterisch verarbeitete, bereicherte und bewegte er die Menschen wie kaum ein anderer Schriftsteller. Der Bodensee war sozusagen das Fundament seines Lebenswerkes und Ausgangspunkt seiner weltweiten Wirkung. Fast sämtliche großen Erzählungen, viele Gedichte sowie das geniale Unterm Rad sind für alle Zeiten mit Gaienhofen verbunden. Für mich persönlich ist Hesse ganz, ganz wichtig gewesen. Oder immer noch, lese immer wieder mal auch gern. Also es ist ein Beispiel für einen Menschen, der sich in Eigenverantwortung selbst befreit, mit all seinen Schwierigkeiten, auch wenn er sich doch freikauft von dem Familienelend und so weiter. Aber er bleibt sich treu, er lebt sein Leben und macht seinen Weg, hinterlässt auch mit diesem Werk sozusagen Wegweisung für andere, was ich was ganz Wunderschönes finde daran. Auch aus diesen großen Schwierigkeiten, so, die in dieser Gaienhofener Zeit ja auch so deutlich werden. Er verarbeitet das Elend in so einem Roman wie Unter dem Rad. Und er beschreibt aber auch schon in Peter Kamenzind jemanden, der seinen Weg geht und das auch schafft. Also ist auch immer ganz was Hoffnungsvolles bei ihm drin. Etwas, was mich immer auch angesprochen hat. Als Arzt will ich ja letztlich auch aus der Tiefe des Elends jemanden rausbegleiten, muss ihm Hoffnung geben. Das kann Hesse für mich ganz eindeutig und für ganz viele andere, glaube ich, auch. Und er hat natürlich alle Hilfe angenommen. Also der hat eine Analyse gemacht zu einer Zeit, wie das ganz unpopulär war. Er war später sogar bei C.G. Jung und die beiden haben, Jung hat ja einen ähnlichen Hintergrund, wenn man, also nicht so grauenhaft, aber auch einen sehr religiös engen Hintergrund, aus dem er sich befreit hat. Und die beiden haben sich daraus auch gegenseitig so ein Stück befreit. Und Hesse hat auch mal gesagt, sie wollten einen Raum schaffen, in dem die Seele frei ist und sein kann. Also das war schon Ziel dieser Analyse. Und diese Verbindung zu Jung, der mir auch ganz wichtig ist, ist auch noch so ein faszinierender Teil seiner Geschichte. Also da gäbe es noch viel zu erzählen. Das ist für mich ein unglaublich guter Psychotherapeut gewesen, der so vielen Menschen, Seelen geholfen hat, ohne dass er direkt jetzt als Psychotherapeut oder Berater tätig war. Wobei in seiner späteren Zeit ja offensichtlich Briefe so eine Riesenbedeutung hatten und er auch viele Menschen wirklich beraten hat und versucht hat, ihnen gerecht zu werden. Das ist etwas, was ich auch persönlich so nachfühlen kann. Ich habe auch schon unendlich viele Briefe beantwortet und finde es sehr beeindruckend, wie so jemand wie ein Hermann Hesse, der ja dann doch weltberühmt war, das eigentlich konsequent mit großer Hingabe getan hat, anderen Menschen geholfen hat, den Weg gezeigt hat. Ein ganzes Jahrhundert ist inzwischen vergangen seit dem Auszug der Hesses aus Gaienhofen. Viele Besitzer sind seither gekommen und wieder verschwunden, haben das Haus und sein Flair verändert. Lange war das Haus für die Öffentlichkeit verschlossen, bis die Eberweins es wieder entdeckt haben. Sie haben den Ort wieder zum Leben, zum Duften, zum Leuchten gebracht. Sie gaben diesem Platz seine Bestimmung zurück. Jenen Zauber, wie Mia Hesse ihn sich gewünscht hat. Und unter dem damals der weltweite Stern des Dichters Hermann Hesse aufging. Auf subtile Weise hat sich ein Kreis geschlossen. Das Haus atmet heute wieder die Atmosphäre der Anfangszeit. Der Geist der beiden ungleichen Eheleute schwebt wieder durchs Treppenhaus. Und die Holzdielen knarren wie eh und je. Und wer seine Sinne öffnet und lauscht, dem kann es zuweilen passieren, dass Hesse ihm aus einem Winkel des Treppenhauses etwas zuraunt. Ein mahnendes Wort vielleicht oder eine kleine doppeldeutige Geschichte. Das Notsignal. Seit Kinderzeiten war für mich das Notsignal entschieden das hübscheste und verlockendste in der Eisenbahn. Und es gehörte zu den Schwächen meines Lebens, dass ich es niemals gewagt hatte, ein Notsignal zu ziehen. Auf 100 großen und kleinen Reisen hatte ich den Wunsch dazu empfunden. Am stärksten als Knabe. Am Handgriff reißen
und den Zug zum Stehen bringen. Damit wäre man eine Minute lang König, wäre Herr über die Lokomotive, über den Maschinisten, den Zugführer, die Mitreisenden, den Fahrplan, über den Staat und seine Verbote, über diese ganze komplizierte Welt der Ordnung und der wohlgeregelten Langeweile. Wir wissen nicht, wie Hesse die Welt heute, ein Jahrhundert nach Gaienhofen, empfinden und wahrnehmen würde und was er uns sagen oder gar empfehlen würde. Vielleicht würde er uns etwas sagen, was uns mitfühlen lässt mit unseren verseuchten Weltmeeren, mit der sterbenden Natur um uns herum, mit der Zerstörung und Entweihung auch des letzten Winkels unserer Mutter Erde, welche gnadenlos und jeden Tag ein Stück mehr dem Profit geopfert wird. Er hörte einen Puma mit seinen Jungen reden, ein Gespräch voll Würde und sachlicher Weisheit, wie man es unter Menschen selten hört. Er hörte einen schönen Panther sich kurz und gemessen in aristokratischen Ausdrücken über das Pack der Sonntagszoobesucher äußern. Er sah dem blonden Löwen ins Auge und erfuhr, wie weit und wunderbar die Welt ist, wo es keine Käfige und keine Menschen gibt. Und der Elch sprach mit seinen Augen, zwei großen braunen Augen. Sein stiller Blick redete Hoheit, Ergebung und Trauer, und gegen den Besucher drückte eine überlegene, ernste Verachtung aus. Eine furchtbare Verachtung. Für diesen stillen, majestätischen Blick war der Mensch Ziegler samt Hut und Stock, Uhr- und Sonntagsanzug nichts als ein Geschmeiß, ein lächerliches und widerliches Vieh. Thank you.